Ich begrüße euch zu einem neuen Money Talk und ich habe natürlich auch heute wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen. Es geht um ein ganz besonderes Thema und ich freue mich sehr, dass ich Patrick DeWayne bei mir habe, den ich nämlich von Clubhouse kenne. Patrick, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Carola, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich. Ja, du kommst mit einem ganz besonderen Thema heute zu uns. Wir wollen vielleicht zunächst einmal ein bisschen abklären. Du bist ja bei den Mitbewerbern, du bist bei Welt und bist dort Börsenreporter, also beschäftigst dich eigentlich mit dem Thema Geld die ganze Zeit, aber bist jetzt seit ein paar Jahren, vielleicht seit Corona, so ein bisschen in die nachdenkliche Richtung gekommen und hast jetzt ein neues Buch rausgebracht. Und damit habe ich dich heute auch eingeladen. Das Buch heißt »Geld geht auch grün«. Und nachhaltig. Das heißt also, von dem profanen Geld verdienen, was wir jetzt immer haben, kommst du jetzt zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist genau richtig, denn das interessiert wahnsinnig viele Menschen, wie man nachhaltig lebt, aber wie man nachhaltig natürlich auch Geld anlegt, Geld verdient. Erzähl uns doch vielleicht kurz erstmal, wie bist denn du auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen? Ja, liebe Carola, das war so. Ich bin ja als Ex-Investmentbanker unterwegs gewesen, 12 lange Jahre und dann vor 7 Jahren in den Journalismus, in den Wirtschaftsjournalismus gewechselt und habe 2020 mein Bestsellerbuch Geld kann jeder und du jetzt auch geschrieben, so ein Finanzbildungs-Basic-Einsteigerbuch, niedrigschwellig. Und habe aber da schon angefangen, in dem einen oder anderen Kapitel dieses Thema Nachhaltigkeit, also Green Investing, Impact Investing, so ein bisschen zu beleuchten, was es da eigentlich bedarf. Und das ist angesprochen im eigenen Leben natürlich auch. Wir sind eine 5-köpfige Familie, wir haben 3 Kinder und es fängt ja bei jedem selbst an. Ne? Also mit dem Verzicht auf Fleisch in dem Ausmaß, wie wir das vielleicht das ein oder andere Mal gewohnt waren. Aber auch bei dem Konsum von Klamotten, also das Sprichwort Fast Fashion, da versuchen wir nach und nach und versuchten auch schon in der Vergangenheit, andere alternative Wege zu gehen, nicht so oft Fleisch zu essen, höherwertiges Fleisch zu essen, Tierwohl im Blick zu haben und bei der Mode auch nicht jeden modischen Trend mitzumachen, sondern einfach ein bisschen langlebigere Klamotten zu kaufen, auch für die Kids und dann eher Secondhand-mäßig unterwegs zu sein. Und das ist ja gerade ein richtiger Boom. Ja, ist tatsächlich so. Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt letzte Woche ja auf dem World Economic Forum gewesen in Davos. Ich komme jetzt gerade aus Stockholm zurück. Da ist die Stockholm Plus 50 Konferenz. Da war nämlich 1972 die erste Klimakonferenz, die stattfand von der UN. Und da ist jetzt also schon 50 Jahre später das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, überall inzwischen angekommen und steht ganz, ganz oben auf der Agenda. Insofern fangen wir natürlich am allerbesten mit demjenigen an, den wir morgens im Spiegel sehen, nämlich mit uns selbst. Und insofern freue ich mich, dass du jetzt mit dem Buch da bist. Ich verlinke das für euch auch hier unter diesem Video, dass ihr also direkt mal reingucken könnt in das Buch von Patrick Geld geht auch grün und nachhaltig. Wir wollen mal das Thema Geldanlage als erstes angucken. Wir kommen dann zu den anderen Aspekten auch noch, für die du dich einsetzt. Aber Geldanlage, das ist ja tatsächlich bei dem Thema ESG, also diese Nachhaltigkeitskriterien, die weit über den Klimaschutz ja auch hinausgehen. Da geht es ja auch um Soziales, da geht es um Arbeitsbedingungen, da geht es eben darum, auch eben Inklusion zu erzeugen, Diversität zu erzeugen. Also diese 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, wenn man das jetzt mal ganz genau nehmen will. Genau. Ja. Interessanterweise, einer der großen Börsenlieblinge, ja, und zwar Tesla. Wir denken ja nur alle, Mensch, das ist doch nur echt das grüne Auto überhaupt. Aber die sind aus einem Nachhaltigkeitsindex rausgeflogen. Also was ist denn da passiert? Ja, das ist ein sehr spannendes Ding. Du hast das angesprochen, Carola, dass es natürlich um die Umwelt auf der einen Seite geht, aber natürlich auch darum, wie wir mit uns umgehen, mit uns Menschen. Und zu diesen sogenannten ESG-Kriterien, also Environmental Social Governance-Kriterien, Unternehmensführung ist da eine Geschichte und ein Aspekt dabei, hat Elon Musk von Tesla sich tatsächlich nicht so gut benommen, beziehungsweise innerhalb seines Werkes in Texas gab es da gewisse Ungereimtheiten. Da ist die Rede von Rassismusvorwürfen, von Mobbing. Und die AmerikanerInnen und Amerikaner haben natürlich auch eher mal die Tendenz, jetzt in Zeiten, wo es keine Gewerkschaften so starke gibt, dann solche Themen in den Fokus zu rücken. Und ja, die Folge war, dass Tesla aus dem S&P 500 ESG rausgeflogen ist. Da war Elon Musk auch nicht so amused, weil, du hast es angesprochen, er denkt ja, mit seinen E-Autos wäre er ein Stück der Speerspitze für die klimafreundliche Mobilität. Auch das, da bin ich auch ganz ehrlich, muss man immer so ein bisschen mit zweierlei Maß messen, weil allein bei der Lithiumförderung für die Batterien beispielsweise von E-Autos ja enorme Ressourcen verbraucht werden. Lithium als Rohstoff sowieso, aber auch Wasser, was da teilweise in den Wüsten der Atacama-Wüste in den Boden gepumpt wird. Gleichzeitig haben die Menschen vor Ort selten Trinkwasser im ausreichenden
Maße zur Verfügung oder auch jetzt in Grünheide bei uns hier in Deutschland, im Mecklenburgischen. Da wird ja jetzt auch nicht nur das 300 Hektar große Werk irgendwie gebaut und umgesetzt und Bäume gefällt ohne Ende, sondern da will er das jetzt auch noch erweitern um weitere 100 Hektar für Güterbahnhof und weitere Flächen, wo er die Autos dann abstellen kann. Musst du dir auch mal vorstellen, das wir ja nicht wissen. Klimawandel und CO2-Ausstoß ist das eine. Aber wir haben vor allen Dingen ein großes, großes Temperaturproblem auf dem Planeten, weil wir unsere normalen Böden alle zu asphaltieren. Und die Reflexion und die Energiespeicherung von Asphalt versus einer Wiese zum Beispiel ist 35 Mal höher. Also da, das ist, wir denken immer so, ach komm, ja, es geht um das, was aus dem Auspuff kommt. Aber solche Dinge sind ja ganz, ganz entscheidende Faktoren. Lass uns noch mal ein bisschen bei der Geldanlage bleiben. Also gerade eben da, wenn jetzt auch Anleger sagen, ich möchte ja gerne nachhaltig investieren, ich möchte eben mich informieren, wo Unternehmen verantwortungsvoll wirtschaften. Was ich ganz interessant finde, das sprachst du gerade an, es geht ja jetzt um die gesamte Lieferkette. Man guckt nicht mehr nur, wie viel ist verbaut in so einem Ding und was ist am Ende drin, sondern was ist eigentlich schon im Vorfeld alles passiert. Und da gibt es ja unterschiedliche Maßeinheiten und Messmethoden auch. Aber sagen wir mal jetzt für den normalen Anleger, wie kann der eigentlich wirklich mit gutem Gewissen anlegen? Und wir haben ja auch Greenwashing-Vorwürfe in den letzten Monaten gehabt, auch gerade bei großen Fonds, die da einfach mal was draufklatschen und irgendein Siegel draufkleben und sagen, wir sind ESG-konform. Und dann hinterher müssen sie zurückrudern, mit welchen Messmethoden oder wie auch immer man da zu diesem Siegel gekommen ist. Also wie kann man als Anleger, das ist die Frage, wirklich mit gutem Gewissen anlegen, woher weiß man, dass man da in nachhaltige Unternehmen investiert? Genau, also das Hauptproblem, und das ist ein sehr spannendes auch, um diesen Greenwashing-Aspekt mal aufzugreifen, ist folgendes. Es gibt noch keine allgemeingültigen Standards. Und im Grunde kann man das alles ziemlich gut vergleichen mit diesen Bio-Siegeln beim Essen. Da gibt es ja vom grünen Engel über den blauen Engel, über Bio, über Allnatura etc. Also eine ganze Vielzahl von Siegeln, die auf unseren Lebensmitteln drauf sind und denen wir mittlerweile aber vertrauen, dass dann auch da Bio drin ist. Und im Grunde ist es in der Finanzbranche ähnlich mit Fonds oder mit ETFs. Das bedeutet, es gibt keine eine Institution, die gesagt hat, ich kreiere jetzt Regeln mit Playern, wir stimmen uns da auf was ab, einigen uns, verabreden uns und die sind dann global gültig, sondern im Moment kocht so ein bisschen jede Kapitalanlagegesellschaft so ihr eigenes Süppchen. Es ist aber nicht ganz so eigen, wie man das auch, wenn man ein bisschen kritischer unterwegs ist, denken mag, sondern es ist schon so, dass es ESG-Kriterien gibt und es gibt Ratingagenturen, die sich das Ganze angucken. Also es ist nicht so ganz, ich bapp mir jetzt was an, weil es schön ist und für den Vertrieb lohnenswert, sondern es gibt schon Kriterien. Ganz banal ist, dass bei Unternehmungen Fonds sich halt keine Aktien ins Depot legen, die Rüstungsunternehmen sind, Tabak, Pornografie, Gentechnik etc., you name it. Und diese Abteilungen bei Kapitalanlagegesellschaften machen es halt so, dass sie die Unternehmen durchleuchten. Durch die EU-Taxonomie und neue Regularien, die im März 2021 in der EU Fuß fassen, ist es so, dass man insgesamt mehr Transparenz seitens der Unternehmen schaffen möchte, damit halt Finanzunternehmen und ergo damit auch AnlegerInnen es leichter haben, eine Finanz- und Anlageentscheidung zu treffen und dann wissen, wie grün ist denn mein Investment. Und im Grunde gibt es da drei wesentliche Unterschiede. Es gibt diese Offenlegungsregelungen, Artikel 6 Fonds, da ist nichts mit Nachhaltigkeit, Artikel 8, da ist die Zielsetzung schon, dass diese K.O.-Kriterien beispielsweise erfüllt werden, also keine Waffen etc. Und es den Best-in-Class-Ansatz gibt. Das bedeutet, dass man guckt, welches Unternehmen aus einer Branche ist in seinem Umfeld das CO2-günstigste, sage ich jetzt mal, also mit dem geringsten CO2-Footprint, wer hat die beste Mitarbeiterführung etc. etc. Da kommen wieder diese ESG-Kriterien ins Spiel. Und dann gibt es Artikel 9. Und die sind so dunkelgrün, da ist sozusagen der Purpose, das warum der Fonds aufgelegt wurde, der, dass man tatsächlich dieses sogenannte Impact Investing fördert. Also wirklich ganz konkrete Nachhaltigkeitsziele, beispielsweise weil man in Forstwirtschaftsprojekte das Geld anlegt oder in Wasserstoffanlagen etc. etc. Und so kann man das unterscheiden und dementsprechend ist es nicht grün, hellgrün und dunkelgrün und das gibt zumindest für die AnlegerInnen schon mal eine gute Orientierung in dem Markt.
Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir das Thema vielleicht auch in Zukunft häufiger ein bisschen bearbeiten können, dass wir da uns auch einzelne Aspekte nochmal raussuchen für Anleger, weil ich denke wirklich, dass das viele interessiert. Ich höre das auch immer wieder und diese so ein bisschen die Ratlosigkeit, wie man sich dem Thema nähert, die sehe ich eben auch. Also weil es gibt ja Indizes auch viele, Carola, ne? Also die wirklich auch, wenn man googelt, es ist ja oft so einfach. Es ist alles nur ein Googler entfernt, sage ich immer. Wenn du eingibst, nachhaltiger Index, nachhaltiger Fonds, findest du ganz viel tolle Literatur und natürlich auch an der Stelle sei es gesagt, auch in meinem Buch, da habe ich tatsächlich mal, ich halte es mal in die Kamera ganz forsch, über 60 grüne Fonds und ETFs geratet, auch mit ihrer Performance in den letzten Monaten. Also man kriegt schon einen guten Übersicht über den ganzen Markt, das ist schon so. Den Link zum Buch, wie gesagt, den hänge ich euch hier unten mit rein, dass ihr da gleich mal reinschauen könnt. Aber Patrick, du kümmerst dich ja nicht nur sozusagen um die grüne Geldanlage an sich, sondern du möchtest Nachhaltigkeit in einem viel weiteren Sinne verstanden wissen. Und da geht es beispielsweise auch um nachhaltiges Haushalten, nachhaltige Finanzen. Also da hilfst du auch mit deinem Buch, dass du sagst, wie kann man eigentlich nachhaltig sich selber aufstellen? Ja, was steckt dahinter? Ja, es sind ganz viele Aspekte, aber eine Sache ist beispielsweise, dass du guckst, wir hatten jetzt die Corona-Krise, beziehungsweise wer weiß, wo sich das noch hin entwickelt, die Zahlen sinken ja leider momentan auch nicht wieder und hast viele Leute gehabt, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, teilweise sogar gar nicht beschäftigt und auf irgendwelche Transferleistungen angewiesen waren und die haben tatsächlich, entweder sind sie in den Dispo gegangen, haben Kredit aufgenommen und jetzt ist die Frage, läuft ihr Business Case noch, läuft ihr Modell noch, können sie noch weiter arbeiten? Und dann gibt es halt Situationen, wo du vom Dispo vielleicht mal überlegen sollst, eine Umschuldung zu machen, also einen Ratenkredit. Noch sind die Zinsen einigermaßen günstig, wenngleich auch da sie ja steigen. Und das Weitere ist, ich sag mal, es gibt auch leider Leute, die sind sprichwörtlich unter Wasser, was das Geld betrifft und den nutzen dann auch 9-Euro-Tickets nichts oder eine Rabattierung pro Liter Benzin von 30 Cent, sondern die müssen tatsächlich dann notgedrungenerweise in ihrem Schuldenberg tatsächlich die Hand heben. Ja? Und auch in meinem Buch findest du dazu Tipps, an welcher Stelle es ratsam ist, was oft dazu führt, ne? Scheidung, Jobwechsel, Jobverlust, da gibt es ein paar Kriterien. Und es gibt aber Hoffnung, weil mir geht es in meinen Büchern immer nicht darum, nur das Schlimme aufzuzählen, sondern gleichzeitig auch Brücken zu bauen und Lösungen anzubieten. Und du kannst, selbst wenn du in diese Privatinsolvenz gehen solltest, das musst, ist ja auch mit Scham behaftet, die ganze Geschichte, aber du bist nach 3 Jahren dann deine Schulden auch wieder los. Du lebst dann 3 Jahre ziemlich asketisch, das ist schon so. Hast natürlich gewisse Freibeträge, die auf deinem Konto dann verbleiben für Miete, Lebensmittel etc. Aber nach den 3 Jahren, was auch immer dann der Grund gewesen sein sollte, kannst du so ein bisschen zumindest finanziell von vorne anfangen. Und das gibt vielen Leuten, das habe ich jetzt in Gesprächen gemerkt, zumindest die Hoffnung, dass es sozusagen Schrecken mit Ende ist als ohne Ende sozusagen, weißt du? Du sagst es gerade, Lösungen, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, denn ich glaube, das, was uns in Zukunft beschäftigen wird, das ist natürlich, dass wir gucken, dass es ganz neue Geschäfte, ganz neue Businesses gibt, die irgendein Thema adressieren, wo wir uns vielleicht heute noch gar nicht vorstellen können, dass wir mal irgendwann anders leben, nachhaltiger in diesem Bereich. Du hast da ja auch so ein Steckenpferd dir rausgesucht. Fast Fashion ist dein Thema. Ich habe jetzt auch heute gerade mal wieder was Neues. Insofern fasse ich mich da jetzt mal gleich an die eigene Nase. Aber also du beschäftigt sich ja intensiv mit neuen Modellen und neuen Möglichkeiten. Also was kommt dir da so ganz spannend unter? Ja, es ist sehr spannend, dass du das sagst und dir an die eigene Nase fasst. Ich sag's mal so, wenn du nachhaltig unterwegs bist, hast du dir das Teil gekauft. Ja klar, da wirst du vielleicht jetzt nicht so auf die Produktion geguckt haben, aber ich sag's mal so, wenn du einen gewissen Preis bezahlst, auf gewisse Labels achtest und dann da steht, dass es zum Beispiel Bio-Baumwolle wäre und so weiter, kannst du bei der Herstellungsseite schon ein bisschen was machen. Und dann geht es natürlich auch um die eigene Art des Konsums. Fast Fashion ist so ein Thema, ich sage jetzt mal die H&Ms, Pimkies dieser Welt, die für ganz kleines Geld in Bangladesch oder wo auch immer auf diesem Planeten Leute beschäftigen, damit die in 3, 4 Kollektionen das Jahr raushauen und wir im Laden für 5 bis 15 € unsere T-Shirts kaufen, um irgendeinem Trend hinterherzulaufen. Und da ist ein ganz spannendes Thema zu sagen, hey nein, lieber in etwas hochwertigere Qualität. Das hat zum einen zur Folge, dass die Menschen, die das produzieren und die Länder, dass die tatsächlich auch nachhaltig davon leben können, nicht ausgebeutet werden. Da sind wir auch wieder bei ESG. Aber gleichzeitig wie auch den Planeten schonen, weil man muss ja wissen, unfassbar viele tausende Tonnen von Mode wird nie angezogen und landet gekauft quasi auf dem Müll. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel Wasser allein produziert wird, für Mode im Gesamten
Und da ist dann halt die Alternative jetzt auch da wieder, was kann man machen? Secondhand, ein ganz großes Thema. Und es gibt sehr viele Läden mittlerweile, richtig viele Pop-up-Stores, sogar hier bei mir im kleinen Städtchen, die sich auf Secondhand-Ware spezialisiert haben. Wenn du das alles weißt, deine Sachen hängen dann länger im Schrank, du pflegst sie besser, du wäschst sie besser, also mit niedrigen Temperaturen, mit weniger Waschmittel etc. Und damit kannst du, es klingt so blöd, weil wir immer denken, wir müssen uns ein E-Auto kaufen, aber du kannst allein dabei ja, so viel Energie einsparen und so viel Wasser einsparen. Und das ist am Ende das, worum es geht. Kleiner Exkurs dazu, wir haben ja gerade diesen sehr unsäglichen Krieg in der Ukraine. Und wir reden immer von Waffenlieferungen. Wann reden wir eigentlich über Weizenlieferungen? Ja, Rohstoffe ist ja auch so ein Thema, ja. Die Ukraine ist mit 25 Millionen Tonnen einer der weltgrößten Rohstofflieferanten in Form von Weizen. Und mich interessiert eigentlich, wie viel mehr, wie kriegen wir den Weizen weg, statt das, wie kriegen wir welche Panzer dahin? Aber das nur so am Rande zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, das ist sicherlich ein Thema, das uns auch wirklich beschäftigt, das dramatisch ist. Also auch da erwarten wir jetzt in diesem Jahr durch diesen fürchterlichen Krieg wirklich eine neue Hungersnot auf der ganzen Welt. Das muss man sich mal ausmalen. Also durch diesen fehlenden Weizen, der nicht geliefert werden kann, erwarten die Vereinten Nationen, wir haben immer noch, und sind auch schon erschreckende Zahlen, 90 Millionen Hungertote auf dem Planeten. Und durch diese neue Hungerkrise, die wir jetzt hier erwarten, durch die globale Erwärmung und jetzt natürlich durch den Krieg und diese fehlenden Weizenlieferungen, sollen diese Zahlen bis auf 250 Millionen Menschen ansteigen. Also schier unvorstellbar schreckliche Zahlen. Schlimm. Patrick, das ist ein Thema, das müssen wir mal ein andermal auch vertiefen oder Gerne. können wir auch vertiefen, weil es geht, dieses Thema Nachhaltigkeit geht natürlich wirklich so weit, dass man da als Anleger, ich kann es auch verstehen, als Anleger am Ende dann auch davor steht und sagt, ich kann eigentlich gar nichts machen, weil ich gar nichts mehr verstehe. Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Und auch im eigenen Leben natürlich, wo soll ich eigentlich anfangen, wo soll ich aufhören? Ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen damit beschäftigt. Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So wie wir jetzt die Kalorienangaben auf den Packungen haben, wenn wir dazu kommen können, dass wir in Zukunft eben auch quasi die Carbon-Fußabdruckdaten auf den Gegenständen haben, und da gibt es ja auch schon erste Ansätze, Firmen, die genau das abbilden, dass wir es einfach immer vor Augen haben, auch wie wir mit unserer Konsumentscheidung dann wirklich ganz direkt Einfluss nehmen können, dass wir also nicht Produkt A nehmen mit dem negativen Fußabdruck, sondern Produkt B mit dem etwas besseren Fußabdruck. Ich glaube, diese neue Sprache oder diese Vereinfachung, die wir da bekommen können, das kann schon ein bisschen helfen. Patrick, ich danke dir, dass du da warst. Geld geht auch grün und nachhaltig. Das werde ich jetzt hier ganz dick verlinken nach unten und empfehlen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nicht nur auf Clubhouse. Vielleicht machen wir das auch mal wieder. Ja, Da ist gute es ja Idee. ein bisschen ruhig geworden. Also ich bin jetzt ganz gerne hier. Und meine Community auf YouTube ist auch wirklich super und interessieren sich auch für die ganzen verschiedenen Aspekte, die ich so mitbringe. Denn bei mir geht es nämlich auch nicht nur um das Thema Geldanlage, sondern eben auch um mehr. Aber danke dir erstmal. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Und ihr Lieben, abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr keinen Money Talk zu allen Themen, die mehr aus eurem Geld machen oder wie ihr ja auch mehr Geld macht. Auch das mache ich mal in einigen Talks in den nächsten Wochen. Bis dann. Bye bye. Carola, ich danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.